Wir haben uns entschieden, dass wir Tempel des Todes zeitlich gesehen vor Jäger des verlorenen Schatzes ansiedeln. So konnten wir ein bisschen Hintergrund zum ersten Teil liefern. Außerdem ließ sich so auch das Thema Nazis vermeiden. Der Film ist aber etwas düsterer als der erste Indiana Jones-Streifen. George wollte bei Tempel des Todes mehr von seinem Publikum verlangen als im ersten Teil. Es war ein Experiment. Wir wollten das Genre und die Figur erkunden. Wir wollten sehen, wie weit wir mit einem Indiana Jones-Film gehen konnten. Er wollte die gleiche Düsternis wie in Das Imperium schlägt zurück. Der gesamte zweite Indiana Jones-Film sollte etwas unheimlicher wirken. A little bit further toward the dark side. It's a thuggy ceremony. They're worshiping Kali. Kalima! Kalima Shakti de! Bali chadhao tere aage! Swikar karo! Wir hatten einen Film gemacht, der düsterer war und auch etwas mehr Gewalt enthielt als der andere. Er war deshalb für kleine Kinder nicht geeignet, aber richtig brutal war er wiederum auch nicht. Ich ging also zu Jack Valenti und schlug ihm eine PG-13-Bewertung vor. Das heißt, er sollte in Amerika ab 13 freigelassen werden. Valenti war einverstanden und dann bemühten wir uns gemeinsam um die Genehmigung durch die MPAA. Über eines waren wir uns ziemlich einig. Indy sollte keine klischeehafte Figur werden. Dreht man einen zweiten Teil einer Geschichte, sind sowohl der Filmemacher als auch der Darsteller ziemlich gefordert. Denn man hat die Pflicht, dem Publikum eine neue Lebenserfahrung und ein neues Verständnis dieser Figur rüberzubringen. Ich glaube, die Figur des Indiana Jones steht für einen Typen mit ein paar kleinen Charakterschwächen. Er ist nicht immer so charmant, wie er gerne sein möchte. Ein andermal ist er ausgesprochen charmant. Er hat einen unberechenbaren Charakter. I suggest you give me what you owe me. Oh. Ow. In Raiders, the character. Bei Jäger des verlorenen Schatzes ist die weibliche Hauptrolle sehr tough, sehr stark und unabhängig. Das wollten wir nicht wiederholen. Diesmal brauchten wir eine Frau, die aus ihrer vertrauten Umgebung herausgerissen wird. Eine, die nicht im Dschungel zu Hause war. Wir entwickelten Willie Scott. Sie war ja eine ganz andere Figur als Marion Ravenswood. Marion war eine knallharte Draufgängerin. Marion war eine sehr selbstbeherrschte Figur. Und die Rolle, die Kate spielte, war viel weniger selbstsicher. Willie Scott war eher eine verwöhnte Göre, so eine Art Filmstar-Diva aus den 30er Jahren. Ich sah mir also eine Menge Schauspielerinnen an, aber nach zwei oder drei Monaten hatte ich immer noch nicht die richtige gefunden, die die Hauptrolle in dem Film übernehmen könnte. Ein paar Kandidatinnen gab es. Unter ihnen war sogar Sharon Stone. Sie stand ganz weit oben auf meiner Liste. Nicht, weil sie eine Diva ist, sondern weil sie eine spielen könnte. Sie ist eine gute Schauspielerin. Irgendwann kam Kate Capshaw in mein Büro. Ich kannte Kate überhaupt nicht, aber sie brachte ein Licht ins Büro, wie ich es noch nie erlebt hatte. Ich war regelrecht geblendet von diesem Licht, von diesem unheimlich offenen Lächeln. Und ich brachte Harrison das Video vorbei und sagte, das ist Willie Scott. Und Harrison sagte, finde ich auch. George sah das Video und sagte, ja, aber ich will, dass sie blond ist. Denn Karen Allen hatte dunkles Haar. Also musste die arme Katie ihre Haare bleichen lassen wie Jean Harlow. Katie war bemerkenswert. Sie ist eine erfrischende, komische Schauspielerin. Sie ist unglaublich ausdrucksstark und intelligent. Ich mag die Art, wie sie die Geschichte erzählt. About how to tell the story. Come on! I don't want to go! Who are you? Wow, holy smoke! Crash landing! Short round. Step on it.
Okie dokie, Dr. Jones, hold on to your potatoes. There's a kid driving the car. We needed a young boy. Wir brauchten für diese Rolle einen kleinen Jungen mit asiatischem Aussehen. Es war schwierig, den richtigen zu finden. Jemanden, der wirklich spielen kann und auch die Persönlichkeit dieser Rolle hat. Er war hundertprozentig der Richtige, denn er war wirklich klug, begabt und witzig. Wir hatten einen öffentlichen Aufruf gestartet. Wir ließen jeden, der Schauspieler werden wollte, zu uns kommen, wenn er das richtige Alter hatte. Ich sah mir ungefähr 200, 300 Kinder an und Key war der am weitaus besten geeignete für die Rolle. Er war wie ein 12-jähriger Junge, der streng auf die 38 zuging. Stay behind me, short round. Step where I step. And don't touch anything. I step where you step. I touch nothing. We had written a mine train. Wir hatten für Jäger des verlorenen Schatzes eine Verfolgungsjagd mit einer Lore geschrieben, mit seinem kleinen Schienenwagen. Aber aus Kostengründen mussten wir die ganze Szene streichen. Und eine der Szenen, die ich wegstrich, war diese gewaltige Verfolgungsjagd. Als wir dann irgendwann Tempel des Todes drehten, erinnerten wir uns, hey, wir haben ja noch die Verfolgungsjagd in der Mine. Wir brauchten sie nur aus dem Regal zu nehmen. Das ist eine der typischen Szenen, von denen man sagt, das wollte ich schon immer mal machen. Diese Wünsche hat man ständig im Hinterkopf und irgendwann findet man die Gelegenheit, um sie einzubauen. Schließlich wollten wir eine Szene mit einer Hängebrücke haben. Das ist ja schon Tradition in diesen leicht surrealen Filmen. Es ist auch eine Hommage an dieses Genre. Und dieses Surreale daran macht alles viel interessanter. Es geht eben nicht nur um einen Superhelden oder jemanden, der im Schlamassel steckt und da wieder rauskommen will. Ich fühlte mich irgendwann recht wohl auf der Hängebrücke und das war eine echte Hängebrücke über einem echten Abgrund. Ich weiß noch, dass sowohl George als auch Steven uns ziemlich skeptische Blicke zuwarfen. Mir gefiel es nicht, auf dieser Brücke zu drehen. Denn das war ja kein Special Effect. Das war eine 300 Meter tiefe Schlucht und unter uns gab es kein Sicherheitstrapez. Und ich habe Höhenangst. Ich hasse Höhen. Und ich bin nicht ein einziges Mal ganz über diese Brücke gegangen. Ich konnte etwa 30 Meter von jeder Seite auf die Brücke gehen, aber ich konnte nicht bis zur Mitte gehen. Und ich musste ins Auto steigen und 3 Kilometer weit fahren, um auf die andere Seite der Schlucht zu kommen. Und dann wieder 3 Kilometer weit fahren, um zurückzukommen. Ich hatte unheimliche Angst vor dieser Brücke. Molaram! Prepare to meet Kali in hell. Oh, what are you doing? You fool! No! Ich glaube, meine Lieblingsszene in Tempel des Todes ist, als Indy in dem kleinen Raum gefangen ist und langsam die Decke von oben runterkommt. Und Kate ihre Hand in ein Loch voller Käfer steckt, um den Mechanismus zu stoppen. Willie, we are going to die! It's moving! Got it! It's funny. Das ist witzig und originell. Eine perfekte Indiana Jones Szene. Bugs, Snakes. Käfer, Schlangen, Ratten, das ist für mich alles das Gleiche. Das ist wie ein ganz normaler Tag im Büro. Meine Lieblingsstelle in dem Film ist, wo Short Round und Indy Karten spielen und Willie bei jedem Dschungellebewesen, das sie trifft, Todesangst bekommt. Erst eine Echse, dann eine Eule und dann noch Viehzeug im Baum. Sie rennt panisch hin und her und die beiden spielen Karten. Und natürlich ertappt Short Round Indy dann beim Schummeln. Short Round catches Indy cheating. Hey, you cheat, Dr. Jones, you cheat. You the fool car. You pay now. No mistake. No mistake. Mistake. I'm very little. You cheat very big. Dr. Jones, you cheat. You pay money. You owe me 10 cents. Ich finde, unsere Zusammenarbeit lief bei allen drei Filmen in etwa gleich. Es war ein Geben und Nehmen. Ja, wir arbeiten sehr gut zusammen.
Wir hatten viel Spaß. George und ich hatten während aller drei Filme ein gutes Verhältnis zueinander. Wir respektieren und vertrauen uns gegenseitig. Und es hat uns wirklich viel Spaß gemacht, diese Filme zu drehen. Sehr viel Spaß.